Bayern holen. Und jetzt Berlin. Jürgen, 2:0 in Wiesbach. Wie lautet dein Fazit? Ja, war ein schwerer Arbeitssieg heute. Ich denke, klar, wenn wir überlegen über 90 Minuten, wir haben zweite Halbzeit, glaube ich, haben sie eine Chance noch gehabt, sonst keine Möglichkeit. Ist natürlich ja nicht so einfach auf dem Kunstrasen, der Ball wird schnell und so. Und erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Ja, da haben wir früh das Tor gemacht und dann haben wir ein bisschen das Tempo nicht hochgehalten. Ja, deswegen, aber so nach 20 Minuten haben wir das Spiel eigentlich da im Griff gehabt und der Gegner auch nicht so viele Möglichkeiten mehr. Glaubst du, dass im Moment so mit Trier, Wiesbach, Pirmasens, dass so die härtesten Wochen jetzt sind? Ja, natürlich. Man sieht es an der Tabelle. Ja. Wiesbach ist Dritter gewesen vor dem Spieltag und alles. Trier war letzte Woche auch vorne. Und von dem her sind natürlich das schon Mannschaften mit Qualität. Und da musst du dich erstmal durchsetzen. Es wird natürlich auch sehr hart gegen uns gespielt, muss man auch sagen. Da wünsche ich mir mal ab und zu den Schiedsrichter, der da einfach mal ein Zeichen setzen würde. Ja. Aber ja, die Jungs stecken das gut weg und da müssen wir jetzt durch. Und wichtig war hier heute der Sieg. Kommt dann noch die Nachfrage, was ist mit Christian Lentsch? Ja, so wie es aussieht, hat er eine Schulter-Ex-Gelenksprengung. Das heißt, er wird dann länger ausfallen. Ja. So wie es sich andeutet jetzt, müssen wir aber. Noch ein Wort zu den Zuschauern. Du sagst ja immer, du forderst viel Unterstützung. Das war ja heute eigentlich auch viele Fans, viele Zuschauer, eine gute Stimmung, oder? Ja, ich fand's toll hier, ja. War super Stimmung von unseren Fans auch und so. Und das ist wichtig, ja. Das braucht man, sieht, es gibt so enge Spiele. Und da sind die Fans auch wichtig, dass sie uns da weiter unterstützen. Dankeschön. Christian Teltsch, 2:0 Sieg in Wiesbach. Wie lautet denn die Vorgabe und wie sehr hat euch das frühe Tor in der zweiten Minute schon in die Karten gespielt? Ja, war natürlich wichtig, ne? Das frühe Tor hat uns Sicherheit gegeben. Wir haben gewusst, es wird ein schweres Spiel für uns. Ja, aber wir haben gut dagegen gehalten. Ja, verdient 2:0 gewonnen. Diesmal hattet ihr, wie auch schon gegen Trier, in der Defensive auch einiges zu tun, oder? Ja, ist klar. Auf dem Platz, enger Platz, ne? Große, robuste Mannschaft. War klar, dass es ein bisschen was zu tun gibt. Aber ich denke, wir haben das gut verteidigt. Der Gegner hatte nicht viele Chancen. Wir hätten auch mit ein bisschen mehr Glück irgendwie 2-3 Tore mehr machen können. Und von daher, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Dankeschön. Die 45. Spielminute, unsere Gäste erhöhen auf 2:0 Torschüsse. Der Rummelschaft hat immer Mode schon gemacht. Was damit? Ich gehe weiter mal mit.